Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft-Together-Video. Ja, und es ist das letzte Video, in dem ihr dieses Haus so zu sehen bekommt. Ja, wir werden es abreißen. Es hat sein Zweck voll und ganz erfüllt. Es hat sich mehr als nur abbezahlt. Das Haus steht nun schon seit, ich habe keine Ahnung, ganz ehrlich, ich müsste nachschauen, gefühlte 100 Jahre. Das Haus hat, glaube ich, zwei Verschiebungen mitgemacht. Es wurde erstellt, kurz nachdem der Server ein neues Gebiet eröffnet hatte. Das war dann, glaube ich, Downtown oder so. Damals, das war, ja, ich schätze mal so vor einem Jahr ungefähr. Seitdem ungefähr gibt es dieses Haus. Oft verschoben. Aber es hat sich immer bewährt. Jetzt wird es abgelöst von einem neuen Prachtwerk, an dem ich leider nur ja, geringe Arbeiten getan habe. Aber nichtsdestotrotz bin ich sehr stolz, es mein eigenes zu nennen zu dürfen. Wie ihr wisst, es wurde von Messalini gebaut. Das hier von mir, es ist natürlich ganz klar, was schöner ist. Ja. Nee, Spaß. Ja. Dieses Haus wird nun mein neues Haupthaus sein. Oder ist es schon? Ich werde nun dieses Haus vollständig abreißen. Ich hatte so irgendwie die Hoffnung, dass ich das irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen komisch filmen kann, so mit Extended-Perspektive und dann eben so fast, super Fast Mode und so, aber da scheine ich wohl nicht die Möglichkeiten dazu zu haben. Das heißt, ich werde das Ganze einfach so abbauen, ab und zu mal wieder einen kleinen Zwischenreport geben und dann sehen wir uns, wenn dieses Haus hier weg ist, dann werde ich noch hier ein bisschen einplanen müssen. Aber davor werde ich erstmal noch ja, die ganzen Diamantsachen runterbringen müssen. Und so weiter und so weiter. Ich werde oben anfangen. Mit dem Dach und dann einmal komplett durchwursteln. Genau, bin ich mal gespannt, wie lange das dauert. Und mal schauen, wie es dann am Ende aussieht. Bis gleich. So, und willkommen wieder hier bei einem kleinen Zwischenstand. Ja, äußerlich hat sich noch rein gar nichts eigentlich geändert. Allerdings zocke ich jetzt schon seit ungefähr, ja, 1,5 Stunden, 2 Stunden.
dürften schon wieder sein, wo ich hier bin. Ja, ich habe jetzt erstmal Ewigkeiten gebraucht, um alle Kisten loszuwerden, aber ich habe es geschafft. Sprich, alle Kisten hier raus. Und hier habe ich schon ein bisschen angefangen, jetzt gerade eben, damit ich. Hier hatte ich ja noch ein paar Kisten. Ich hatte so viel Scheiß. Ja, hier habe ich die Kiste noch weg. So, außerdem. Ach ja, genau. Die ganzen Kisten sind natürlich. Und die Öfen sind natürlich auch weg. Und ja, ich habe jetzt unten sehr viel gebaut. Ja, ich habe einmal komplett das hier angebunden. Ich habe jetzt hier einen sehr schönen Eingang. Das habe ich jetzt hier noch ein bisschen mit Rot und Glowstone ein bisschen verlängert. Hier eine Ender Chest, hier eine Workbench. Dann kommt man hier schön zentral raus. Schön auf Öfen. Links habe ich noch extra mit Blaze Rods eine Doppelkiste, zweimal jeweils hier Kohle. Außerdem habe ich hier noch dann eine Uhr eingebaut. Weil ich vorher nämlich bei meinem On-Spawn war, wollte mein Home-Bed setzen. Und dann war es natürlich Tag, da habe ich gedacht, oh, dann brauche ich jetzt hier mal eine Uhr. hier setze ich vielleicht auch noch eine hin. Da war einfach mal nur so. Dann hier habe ich vorher mal habe ich ein Skelett getötet, dann habe ich so einen Schädel bekommen, habe ich mir gedacht, dann rahme ich die auch noch ein. Dann habe ich jetzt hier noch zwei extra Kisten, das sind jetzt meine wertvollen Materialien. Sprich, den ganzen Scheiß hier, was eigentlich eh keiner braucht. Und hier den ganzen Kack braucht auch keiner. Und ja, hier geht es dann eben in diesen Bereich. Und ja, alles ist ja hier drin. Schön säuberlich einsortiert. Bin ich schon stolz auf mich. Ja, was neu hinzugekommen ist, ist das da. Da habe ich jetzt einmal komplett die Gear aufgeteilt. Und zwar so, wie ich es quasi in meinem Inventar immer habe normalerweise. Und zwar so. Und ja, da habe ich eben dann immer die ganzen Sachen drin, was ich eben so habe. Jeweils habe ich dann immer eins rausgetan, was schon ein bisschen kaputt ist oder was scheiße ist. Zum Beispiel hier, glaube ich, ist Silk Chat schon fast kaputt. Hier ist irgendwie Sharpness 2 und was weiß ich. Unbreaking und hier auch irgendwie schon fast kaputt. Da habe ich nur einen einzigen Diamantenhelm, den muss ich nehmen. Und ja, da ist es wie gesagt nicht so toll. Aber hier habe ich noch einen Eisenhelm nur noch. Das heißt, eigentlich muss ich jetzt mal mehr ein bisschen mich um die Rüstungen kümmern. Vor allem, weil ich brauche wieder neue Featherfalling-Schuhe wahrscheinlich. Wobei ich hier eben Protection dran Featherfalling habe. Ich denke, dass ich die einfach versuche immer mit, ja, sprich mit hier reparieren und so. Wenn wir uns die mal ausziehen. Den dann da rein. Zack. Und dann sind sie wieder neuer. Und ich denke, dass ich, wenn dann sowas irgendwie in der Art mache. Vor allem bei solchen Schuhen lohnt sich das auf jeden Fall. Es ist zwar kein Protection 4, das wäre natürlich das Beste, aber ich glaube, dann wäre es so teuer, dass es. Ja. Genau, hier ist momentan meine Random Stuff Kiste. Hier weiß ich noch nicht ganz, wie ich das machen soll. Ich brauche eine neue Speed Trank Potion, sehe ich gerade. Ja. Ansonsten hier soweit alles schon mal schön. Ich habe hier die Decke auch nochmal geändert. Zuerst war es ein bisschen verschoben, jetzt habe ich es nochmal schöner gemacht und jetzt halt auch andersrum. Ja, mir gefällt es soweit ganz gut. Sieht eigentlich ganz gut aus. Hier den Abschluss, den muss ich. Ups, ey, es leckt heute leckt's brutal, den ganzen Tag schon. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe mich schon 5 oder 6 Mal neu eingeloggt und was weiß ich. Wie ich es hier machen werde, weiß ich noch nicht genau. Vielleicht, ich hatte da schon ja, dran gedacht, also so gesehen und dann, da muss ich ändern. Und dann bin ich da so gestanden und war hier dann eben noch damals Wasser und so. Dann habe ich gedacht, baue ich gleich mal hier die Ecken ein. Genauso wie hier rüben. Aber jetzt weiß ich immer noch nicht, wie ich das hier machen will oder soll. Soll ich es einfach in Half-Slips ändern? Sieht das noch was aus? Ich weiß es gar nicht. Können wir mal kurz schauen. Dann habt ihr zum Beispiel auch mal den Vergleich. Sounds sind schon an. Nee, natürlich nicht. Ja, jedes Mal, wenn ich mich neu einlogge. Ich muss das mal von außen irgendwie machen. Dass das mal da ist. So. Lauf, du Schlampe. So. Entweder so oder dann halt eben nochmal mit Leaves weiter. Ja, ich glaube, wir machen es nochmal mit Leaves. Oder? Machen wir es mit Leaves? Dann wird es ungleich, oder? Ja, weil es nicht symmetrisch ist. Ne, ich glaube, wir machen es mit Leaves. Das heißt, wir brauchen drei Leaves, glaube ich.
Die holen wir uns eben mal kurz fast, fast. Leaves, die sind da hinten. Dschungel-Leaves. Sind das die Leaves, die ich da eingebaut habe? Ich weiß es, ja, schaut so aus. Ja, sieht ganz, ja, sieht gut aus. Gut, haben wir das auch schon wieder geklärt. So. Und das kommt dann hier rein, irgendwie, so und sowieso. Passt schon. Genau. Dann geht es jetzt eigentlich daran, den ganzen Scheiß mal hier abzureißen. Wirklich komplett. Jetzt stehen ja nur noch die Mauern und das Gerüst und den ganzen Scheiß. Und natürlich hier vorne. Das werde ich alles schätzungsweise mit Silk Touch abbauen und nicht mit einer Fortune oder so. Denn ich möchte vielleicht irgendwann mal noch, kann ich die Diamanten so gebrauchen? Ich weiß nicht. Und dann habe ich halt hier zum Beispiel noch eben die ganzen Blöcke. Oh, okay. Interessant. Kommen hier raus. Ah, bei der Schaltung. Alles klar. Ist sehr interessant, jedes Mal das wieder neu herauszufinden. Du auch noch, genau. Wie gesagt, das werde ich jetzt machen und dann sehen wir uns, wenn ich wieder ein bisschen was gemacht habe. Ich schätze mal, wenn ich das Dach habe oder so. Bis gleich. Und so schnell geht es, aus einem Spitzdachhaus ein Flachdachhaus zu machen. Oder naja, mehr oder weniger Flachdachhaus zu machen. Ja, willkommen zurück hier bei einem kleinen Zwischenreport wieder. Ja. Entschuldigung. Der Dachstuhl ist weg. Soweit. Jetzt kommt es nur noch darauf an, den zweiten Stock und den ersten Stock. Ja, ist ja nur das Wenigste. Naja, hier der Eingangsbereich ist soweit schon mal offen. Hier die Sachen habe ich auch rausgerissen. Ich war radikal. Ganz gemein und böse. Ja, ich weiß. So, nee, auf jeden Fall hier geht's hoch. Und ja, jetzt sind wir quasi auf der Dachterrasse. Ein kleiner lustiger Nebeneffekt. Zum Beispiel, ihr seht hier, die haben sich nicht geändert. Die Dinger heißen Wooden Slab. Wenn man jetzt selbst ein Half Slab craftet aus diesem Holz, heißt das Ganze Ork Half Slab. Oder Ork, wie heißt der? Ork Wooden Slab, genau. Das heißt, dieser Half Slab ist so alt, dass es damals noch gar keine anderen Binärcodes oder Nummern oder was auch immer für das andere Holz gab. Das heißt, also das ist nochmal ein Zeichen dafür, wie alt und ranzlig dieses Haus eigentlich mittlerweile schon ist. Ich finde es aber ganz cool. Ich meine, diese Holzdinger, die bekommt man sonst, also gibt es sonst nicht mehr. Also die bekommst du nirgendwo mehr, außer eben über Cheaten vielleicht, aber ich glaube nicht mal da geht's, außer halt du änderst den ganzen Scheiß oder so, aber ansonsten natürlich bekommst du den nicht mehr, was natürlich überhaupt eigentlich gar nichts bringt, aber naja, ist halt ab und zu doch mal wieder ganz schön zu sehen, was für ein Scheiß man alles so, ja, rumliegen hat. Genau. Und nächstes Stockwerk. Los geht's. Und schon wieder ein bisschen kahler. Ja, die eine Seite ist jetzt komplett auch weg vom Dach her und nach vorne hin auch. Ja, hier habe ich nebenbei auch erstmal dabei Erde eingefüllt, damit ich hier, naja, nicht immer runterfall. Ich habe jetzt dabei auch mal das alles weggemacht, die ganzen Half-Slabs, weil die immer total bescheuert waren, weil da eben so viele Löcher drin waren. Das heißt, jetzt momentan gehe ich eben so hoch. Naja. Wow. Es ist brutal, wie viele Stufen ich damals gebraucht haben muss. Ich bin gespannt, wie viel wir insgesamt dann bekommen. Oder wie viel wir dann rausgekommen haben. Aber ihr müsst überlegen, ich hatte damals noch viel mehr gebraucht. Denn damals gab es nämlich eine Zeit. Also ich rede immer damals, aber damals sind die. In dieser Version, die back in the days aktuell war, als ich dieses Haus gebaut habe, war es so, dass, glaube ich, die Stufen, wenn du sie falsch geplatziert hast und du sie wieder abgebaut hast, hast du nicht die Stufe zurückbekommen, so wie jetzt, sondern nur ein Holz. Also ein Holzblock. Das heißt, für ein, du brauchst aber für so eine Treppe brauchst du aber 6 Holz. Und du hast aber, wenn du sie kaputt bekommen gemacht hast, hast du nur einen Holzblock rausbekommen. Und das war schon echt teuer damals. Aber naja, hat auch funktioniert. Wir sehen uns, wenn ich den ganzen Scheiß hier unten habe. Bis gleich.
Nein! Was habe ich getan? Mein Haus, es ist weg. Naja, fast. Aber der große Teil. Oh. Es schmerzt schon. Wenn man sich so überlegt, wie viele Stunden und ja, es sind echt Stunden, die ich hier in diesem Haus zum Teil echt verbracht habe. Also wenn man überlegt, rein theoretisch von der Spielzeit. Ja, ist ganz schön was ins Lande gekommen. Aber naja, irgendwann muss es auch mal weg, genauso wie das Teil da oben. Oder zumindest muss es da oben neu formiert werden. Momentan sind da keine drin. Keine Viecher. Oh, das kommt schon noch. Jetzt muss ich gerade mal wieder alles ausleeren. Da sind die Glasmäß drin. Okay. Holz. Den ganzen Scheiß hier wieder ausleeren. Ein paar Stacks haben wir schon. Das sind die falschen. Das kommt da rein. Das kommt da noch rein. Also ja, wie gesagt, ihr seht es ja selber. Ein paar Stacks sind zusammengekommen. Das sind diese Stufen da. Holz ist auch einiges zusammengekommen. 9, 10, 11, 12, 13. 9, 10, 11, 12, 13. Ja, man sagt mit Verlusten und so, sagen wir mal, 14 Stacks an Treppen. 14 Stacks an Treppen mal, wie viel haben wir gesagt, brauchen wir? 3, 4, 5, 6 mal 6 Holz. Dann sind das 84 Stacks Holz. Ne, wobei, wir bekommen ja 4 Stück raus, gell? Also, wir bekommen 4 Stück aus 6 raus. Das heißt, es sind, wie viele Stacks haben wir jetzt gesagt? 14. 9, 10, 11, 12, 13, 14, genau. 14 Stacks. Zählt doch 4, oder? Und das dann mal 6. Das ist 21 Stacks Holz. Und aus einem, das wäre wieder geteilt durch 4. Dann sind es 5,24 Stacks volles Holz. Was da ungefähr drauf ging. Wenn mich nicht alles täuscht. Kann natürlich auch sehr gut sein, dass mich da hier vollkommen durcheinander verrechnet habe. Aber wenn ich das jetzt so nicht auf dem Plan habe, dann weiß ich das nicht. Genau. Pressure Plates haben sich auch einige angesammelt, sehe ich gerade. Sehr interessant. Unsere Holzkiste war da. Fackeln haben wir jetzt auch viel zu viele wieder. Und die Türen sind schon wieder voll. Ich hasse das. Ich habe nie Platz für Türen. Ich hatte noch nie Platz für Türen. Tue ich denn den Scheiß schon wieder hin? Oder habe ich hier noch Platz? Jetzt leckt schon wieder. Ey, momentan der Server, hey, heute, ich weiß nicht, ob ich die Folge überhaupt weiterbekomme. Es leckt so dermaßen, es ist so schlimm. Doch schon auf, ja, du bist da schnell heute. Machen wir das Ganze da einfach mal so. Machen die ganzen Türen von da drüben. Ja, genau. Einfach mal da rein. Ich mach das und ich mach weiter und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Ja, schön langsam heißt es Abschied nehmen. Nicht mehr lang wird es auch nur ansatzweise dastehen. Weg und Eingangsbereich ist komplett weg. Gott segne dich. Und mach was draus. Ach, was weiß ich. Keine Ahnung. Ja. Momentan ist es ja so, dass unser erster Stock eigentlich sozusagen unser Erdgeschoss ist. Ganz schön aufgefüllt hier. Ja. Nur noch ein bisschen was und dann. Oh, schaut. Genau deswegen bin ich sowas von genervt heute. Mann! Und das passiert ständig und keine Ahnung, wie oft schon. Keine Ahnung. Entweder ist irgendwas mit meinem Internet los oder mit dem Server. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Wenn es weitergeht, bekomme ich heute noch einen Amoklauf, dann werde ich wohl mit
mit Instant Damage Potions mich am Spawn hinstellen und da 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 dann. So ungefähr sieht hier auf Minecraft ein Amoklauf aus, denke ich mal. Ja. Alles klar. Weiter geht's in hoffentlich entspannte Atmosphäre ohne Lecks beim Haus abreißen. So, und zum Abschluss noch die letzten paar Blöcke des Hauses bauen wir noch zusammen ab. Und dann ist es auch schon zu Ende und vorbei mit dem Haus. Und zwar jetzt. Ja, das Haus ist weg. Nichts mehr da. Nur noch ein sterblicher Haufen Überreste an Steinen, die einerseits die einst mal der Boden gewesen sind. Hier noch ein bisschen Technik überall versteckt. Da haben wir einfach wieder Erde drauf und später. Ja, soweit ist alles weg. Jetzt haben wir einen schönen großen Garten, Leute. Umso besser. Jetzt muss ich natürlich noch hier alles ändern. Unter anderem hier zu Sand ein bisschen, den Strand ein bisschen raufziehen. Wahrscheinlich so leicht schräg mache ich den Strand. Und dann hier alles erstmal grün. Später werde ich dann da vermutlicherweise an manchen Stellen, oder zumindest muss ich mal erst schauen, ob es überhaupt möglich ist, denn ich habe hier ziemlich dicht an der Oberfläche meine Verkabelungen. Aber ich möchte dann da ganz gerne einen Teich oder so noch was reinbauen und halt noch ein bisschen pflanzen und so. Da finde ich dann schon noch was. Notfalls frage ich nochmal die Messer. Die kennen sich damit am besten aus. Sie sollte eigentlich Landschaftsgärtnerin werden. Oder Architektin. Hausbauer? Ingenieurin? Ah, irgend sowas. Muss ich mal vorschlagen. Na gut. Dann würde ich sagen, reiße jetzt den Boden noch schnell hier raus. Und mache da noch Erde drauf. Und ziehe den Sand noch ein bisschen schön runter. Und wie das dann aber ausschaut, das werden wir uns dann bei der nächsten Folge anschauen, denke ich. Leute. Fressfail. War's das mit dieser Folge? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Beim nächsten Mal wird es ein neues Intro geben, hoffentlich. Und zwar dann eben mit diesem Haus als Hauptpunkt und ja, schön viel Platz. Auf jeden Fall. So, das Haus ist weg. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Hodengrips Game meldet sich für dieses Mal ab. Bis zum nächsten Mal. Servus.